Ihr habt geglaubt, ihr wärt etwas Besonderes. Habt die Freiheit geopfert. Und habt geglaubt, dass ihr etwas Besseres wärt. Ihr habt den Glauben an die Gruppe über eure Überzeugung gestellt, ohne zu fragen, wem ihr damit Unrecht tut. Ihr habt euch kritiklos einer Sache angeschlossen, ohne zu fragen, wobei ihr da mitmacht. Bis wohin wärt ihr gegangen? Wie weit wärt ihr gegangen? Dort seht ihr eure Zukunft! Ihr wärt alle gute Nazis geworden. Ihr hättet Uniformen angezogen. Ihr hättet den Blick abgewandt, wenn Freunde und Nachbarn verschleppt und vernichtet werden. Faschismus ist kein System, das irgendein Volk hervorgebracht hat. Es steckt in jedem. In jedem von uns. Ihr habt gefragt, warum haben Millionen Deutsche nichts unternommen, als Millionen in Konzentrationslagern ermordet wurden? Wie konnten sie sagen, nichts davon gewusst zu haben? Was veranlasst Menschen, ihre Vergangenheit zu leugnen? Wenn die vergangenen Wochen einmal Geschichte sein werden, dann werdet ihr auch leugnen, Mitglieder oder Mitläufer der Welle gewesen zu sein. Aber wenn unser Experiment erfolgreich verlaufen ist, dann werdet ihr erkennen, dass jeder für seine Handlungen verantwortlich ist. Dass er immer wissen muss, was er tut und dass er nicht blind einem Führer folgt. Dass er bis an das Ende seines Lebens niemals einer Gemeinschaft erlauben wird, sich seiner persönlichen Rechte zu bemächtigen.